Hi Leute, willkommen zum neuen Unboxing-Video. Diesmal habe ich hier zwei Lichter in einem Set von Baltimore. Wieder Produkt aus der Action-Filiale. Dort gibt es allerhand gute Sachen. Das sind zwei so runde LED-Lichter, die funktionieren mit Batterie. Deshalb hier auch schon Batterie gekauft. Und da ist sogar Fernbedienung dabei, man kann das Ganze mit Fernbedienung ansteuern. Es ist ein Touch-Sensor eingebaut, aber ich würde mal sagen, wir schauen uns einfach einmal an, was hier in der Verpackung alles enthalten ist. So. Also. Das sind die zwei Lichter, hier die Fernbedienung, in der Fernbedienung sind schon Batterien enthalten. Die Fernbedienung, klassisch, so wie man es kennt, kein aufregendes Ding. So, dann haben wir hier eine kleine Beschreibung, Broschüre und wie funktioniert das? Aha, einfach abschrauben, so, auch das abnehmen, so, also man hat hier 3M Klebepad hinten drauf und das kann man irgendwo hinkleben und dann einfach nur anstecken, einmal drehen und dann ist es fixiert. Hier haben wir den Touch Ein-Ausschalter und ja, jetzt sollten wir eigentlich nur noch die Batterien reintun. Aha, das funktioniert auch mit Drehen. Beziehungsweise, da brauchen wir einen Schraubendreher. So, schnell kleinen Schraubendreher-Set geholt und damit werde ich das Ganze aufschrauben. So. Auch das zweite schraube ich gleich auf. So, ganz einfach. Verdrehen, aufmachen, jetzt Batterien hinein, drei diese kleinen AAA, also dreifach A Batterien kommen da hinein. So. Und mit dem Touch-Sensor kann man es durchschalten. Aber so, Schrauben wieder reindrehen. Das ist einfach nur Sicherung, damit das nicht aufgeht. So, die nächsten. Das werden wir einfach zudrehen. So, also schon mit dem Touch-Sensor kann man es durchschalten. Also da hat man hellblau, rot, grün, blau, also dunkelblau und dann ist es ausgeschaltet. So, so viel in diesem Bereich. Hier die Sicherung einfach rausziehen. Dann sollte das Ganze auch schon
Ja, jetzt leuchtet es schon und einfach ja, mit der Fernbedienung regeln das Ganze. Jetzt Übergang. Hier springt es. Hier haben wir ganz ein helles Licht, fast schon weiß, so ein ganz helles Grün. Also, und die Helligkeit kann man darauf. Jetzt ist die höchste Stufe und runterdrehen. Jetzt ist es ganz heruntergedreht. So, das ist die höchste Stufe. Also so schaut das Ganze aus. Und dann mit der Fernbedienung ausschalten. Also, oh, jetzt bin ich beim Touch-Sensor angekommen. Also, keine große Hexerei. Das Ganze kann man montieren. Muss man nicht. Ich werde es einfach Beleuchtung irgendwo in den Ecken nutzen. Und ja, einfach, dass das auch bei der Videoaufnahme, aber auch so gut ausschaut. Und als Zusatz habe ich ja noch die Klebeflächen und das kann ich dann auch irgendwo montieren. Aber ist gut, dass das stromunabhängig ist und einfach Batterie rein und die LED verbraucht nicht viel, hält aber sehr lange. Also das ist schon mal sehr gut. Ansteuerbar mit Fernbedienung, aber auch mit dem Touch-Sensor. Natürlich mit dem Touch-Knopf hat man nicht so viele Farbauswahlmöglichkeiten wie hier mit der Fernbedienung. Und ja, aber das ist nicht so schlimm. Also, ich hoffe, das Video hat euch gefallen, war hilfreich, war informativ. Über einen Daumen hoch, über ein Abo würde ich mich sehr freuen und wir sehen uns im nächsten Unboxing-Video.